Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Leider wollte ich in der letzten Folge speichern, was dann leider doch nicht geklappt hat. Und jetzt hängen wir hier mit den ganzen komischen Exilanten, die uns nicht gesagt haben, was hier vor sich geht, in einem Boot fest. Und Vetra hat keine Ahnung, was hier passiert. Super. Okay, dann machen wir mal das. Das geht. Probieren wir es mal aus. Jetzt müssen wir die Energie nur noch zu dieser Tür leiten. Und? Bitte sehr! So, wo ist unser Vetra-Doppelgänger? Mist! Durch das Hacken der Tür wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Wenn die Wachen Galloway und die anderen sehen, sind sie tot. Wir müssen sie verstecken. Der Lagerraum! Los, alle rein da! Alle mal rein da, los! Ich sende die Bilder der Überwachungskameras an diese Konsole. Dann sehen Sie, wenn die Wachen kommen. Wenn Sie warten, bis Sie vorbeikommen, können Sie sie vielleicht überraschen. Na gut. Boah, die Kamera ist ganz schön schnell. Sind sie weg? Ist es sicher? Sie haben sie nicht gesehen. Bleiben Sie hier. Wir kümmern uns darum. Oh. Das war's. Wir sollten uns vergewissern, dass es den Kolonisten gut geht. Sind alle in Ordnung? Sidera Nix, du hast dich für mich ausgegeben, stimmt's? Wie hast du... Denkst du, ich kenne meine eigenen Tricks nicht? Und hör auf, meine Stimme zu benutzen! Tut mir leid. Aber es war einfach alles viel leichter, als die Leute dachten, ich wäre du. Weil du Kontakte hast und so. Sid! Sie haben uns also wirklich nicht geholfen. Wie sie gesagt haben. Es war... Ja, meine kleine Schwester. Eines muss man ihrer Schwester lassen, Vetra. Sie hat wirklich was geleistet. Ryder, unterstützen Sie sie nicht auch noch? Sid, ich weiß, dass du irgendwo hier in der Anlage bist. Steig in dein Shuttle und flieg zurück zur Nexus. Aber ich kann dabei helfen, alle hier rauszubringen. Du hast eine Tür gehackt, ohne sie auf Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. So eine Hilfe brauchen wir nicht. Dann übernimm du das Kommando. Ich habe die ganze Basis im Blick. Ryder... Wir können Hilfe gebrauchen. Wenn sie uns sagen kann, womit wir es zu tun haben, wäre das eine große Hilfe. Siehst du? Na gut, aber sie muss sich an meine Anweisungen halten. Kriegst du das hin, Sid? Ja, Vetra. Wir bleiben hier und kommen nach, wenn es sicher ist. Wir wollen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Je früher wir aufbrechen, desto besser. Sid wird uns warnen, wenn irgendwas auf uns zukommt. Okay. Folgt dem Gang durch die Kantine. Das ist der schnellste Weg. Okay, aber bevor wir weitergehen... Bist du in Sicherheit? Ja. Ich habe ihr System von außen angezapft. Das Shuttle ist gut versteckt. Vertrau mir. Ich weiß, was ich tue. Das hoffe ich doch mal. Du bist die jüngere Schwester. Wussten Sie, dass sich Ihre Schwester für Sie ausgegeben hat? Natürlich nicht. Oder denken Sie wirklich, ich hätte das zugelassen? Es... Och mein Gott, die Arme. Das erklärt auf jeden Fall, warum sich einige meiner Kontakte so merkwürdig verhalten haben. Verdammt. Wer weiß, was sie noch alles in meinem Namen gemacht hat. Keine Ahnung. Vermutlich geflirtet. Sid, kannst du die Kolonisten sehen? Ja. Sie sind vorsichtig und versuchen, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich werde sie im Auge behalten. Versprochen.
Sid, du musst dich ins System hacken, um für Ablenkung zu sorgen. Alles klar. Aber beschränk dich auf eine Aktion. Du gehst rein und sofort wieder raus. Wenn du zu viel daran rumfuschst, werden sie dich aufspüren. Oh, was haben wir denn da Schönes? Oh, die Kamera ist ein bisschen zu schnell. Was hat Merriweather heute vor? Weiß das jemand? Ich kann einen Stromstoß an diesen Generator leiten. Die elektrische Entladung könnte einige von ihnen ausschalten. Auf der Speisekarte stehen heute anscheinend Sägespäne und irgendeine Pasta. Ryder? Okay. Kannst du den Generator überlasten, sobald ich durch die Tür gehe? Klar, kein Problem. Danke, Bea. Der Generator ist schon gebrannt. Wäre es dir lieber, sie hätten sich deine Freunde vorgeknüpft? Nein, aber... Ach, alles klar. Nehmt als nächstes diesen Gang. Er führt euch durch... Sieht wie ein Haufen Käfige aus? Käfige? Also ich will hier nicht in einem Käfig als Sklave rauskommen. Was zum Teufel geht da vor sich? Wer pfuscht an den Sicherheitssystemen rum? Und wieso sind die Feeds ausgefallen? Antwortet mir! Hier kann niemand antworten. Galloway, bleiben Sie, wo Sie sind. Im nächsten Gang sind Wachen. Okay. Hey, Sie gehen weiter. Alles in Ordnung. Die Luft ist rein. Danke, Sid. Das war knapp. So. Wow, das sind echt viele Tiere. Vielleicht wollen Sie sie ja abrichten. Falls sie noch wild sind, könnten sie uns einige dieser Wachen aus dem Weg schaffen. Andererseits könnten sie auch uns angreifen. Sie haben einen Koloss? Ich kann diesen Käfig nicht öffnen. Der Fernzugriff wurde deaktiviert. Sie wollen vermutlich nicht, dass es zu einem Unfall kommt. Geschütze. Das könnte ein Problem sein. Ich kann sie abschalten oder ihre Angriffsprotokolle ändern. Programmier die Geschütze auf Merriweathers Leute um. So schaffen wir sie uns vom Hals. Wird gemacht. Piu, 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 piu. Na komm. Na los. Die Geschütze sind nicht sehr stabil. Und die haben nicht viel Feuerkraft. Naja. Das Ding war ja echt riesig. Ihr wart unglaublich. Naja, wie auch immer. Ihr solltet jetzt durch die Werkstatt gehen. Das ist der direkte Weg nach draußen. Oh je, Vetranix, du hast eine verrückte Schwester. Die es aber offenbar nur gut meint. So. Warte mal, was ist da oben? Nichts. Okay. Hui. Wir haben eine Ratte im System und ich will, dass ihr sie findet. Es gibt doppelte Rationen für denjenigen, der sie mir bringt. Das bedeutet nichts Gutes. Galloway, alles okay bei Ihnen? Ja, Sie haben hier ordentlich aufgeräumt, Ryder. Wir hatten bisher keinerlei Probleme. Oh
Okay, was haben wir hier? Ein Hydra-Mech. Wenn der Antrieb über einen geladenen Kern verfügt, könnte er möglicherweise explodieren. Keine Ahnung, was genau in diesen Tanks ist, aber ich könnte es ausströmen lassen. Das Zeug durchdringt jegliche Schilde. Wenn wir nicht vorsichtig sind, schadet es nicht nur denen, sondern auch uns. Sieht aus, als hätten sie jede Menge Optionen. Oh ja. Sid, kannst du diesen Antrieb hochfahren? Jagen wir sie in die Luft. Ach, das wird heftig. Deshalb wollte ich dich immer von dem fernhalten, was ich gemacht habe. Aufregung und Abenteuer sind nun mal oft auch mit Schmerz und Blut verbunden. Verstehe. Naja, ich glaube, als nächstes müsst ihr durch die Tür. Als nächstes müssen wir durch die Tür. Na gut, wenn du das sagst, Sid. Sid, was erwartet uns jetzt? Sid? Sieht aus wie... Sid? Ich glaube... Jemand hat mein Shuttle gefunden. Ich höre... Ich glaube, ich muss... Oh nein! Sid! Sid, bitte komm! Sie haben sie gefunden! Sie werden sie töten! Warum musstest du die Heldin spielen, Sid? Das war dumm! Schrecklich dumm! Sid ist ein Druckmittel. Sie werden sie noch nicht töten. Wir müssen nur schnell sein. Sie haben recht. Ich glaube, ich kann Sids Signal verfolgen. Das müsste uns zu ihr bringen. Wir dürfen keine Zeit vergeuden, müssen aber vorsichtig vorgehen. Sie haben meine Schwester. Achtung, sie kommen direkt auf uns zu. Nix, kommen Sie zu mir. Hilfe! Na, warte. Du tust Vetra, Sid, kein Finger weh. So. Überlegen Sie sich gut, was Sie jetzt tun, Pathfinder. Die Explosion wird auch Sie töten. Dazu lassen Sie es nicht kommen. Vetra. Alles wird gut. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas passiert. Kommen Sie schon. Die Kleine ist keine Bedrohung. Lassen Sie sie gehen. Sie hat mein Sicherheitssystem gehackt. Und sie ist so groß wie Sie. Waffen runter! Alles in Ordnung? Bist
verletzt? Mir geht's gut, denke ich. Okay, bringen wir dich zu deinem Shuttle. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Ich bin okay, denke ich. Hilfe ist unterwegs. Es geht uns allen gut. Dank Ihnen. Ich wollte das alles nicht. Es tut mir leid, okay? Du kannst dich nicht einfach mit Leuten von Gedera anlegen. Die sind gefährlich. Diese Leute wollten einen Neubeginn. Sie wollten keine Exilanten mehr sein. Niemand hat ihnen eine Chance gegeben. Also dachte ich, dann mache ich das. Ich helfe ihnen. Das sind gute Leute, die schlechte Entscheidungen getroffen haben. Ihre Schwester hat das Richtige getan. Sie hätte trotzdem mit mir reden sollen. Ich will nicht, dass dir was passiert. Mein Job hat hässliche Seiten und mit denen solltest du dich nicht beschäftigen müssen. Du hast auch in meinem Alter angefangen und bist gut damit zurechtgekommen. Aber nicht freiwillig. Du hast gesehen, was hier passiert ist. Das ist kein lustiges Spiel, Sid. Ja, und anfangs war ich auch schockiert. Aber jetzt verstehe ich und ich komme damit klar. Ich will nicht, dass du das musst. Wie auch immer, ich gehe zurück zur Nexus, wie du es wolltest. Das war hart. Sind Sie in Ordnung? Ja. Ich brauche nur etwas Zeit zum Nachdenken. Hey, wenigstens sind die Siedler in Sicherheit. Danke für Ihre Hilfe, Ryder. Können wir jetzt von hier verschwinden? Natürlich. Entschuldigung fürs Räuspern. Ja, was Gutes gemacht. Juhu. Ryder hat sich die Loyalität von Vetra verdient. Die Rang 6 Fähigkeiten von Vetra sind jetzt freigeschaltet. Die Angara waren ganz allein hier, bis die Cat aufgetaucht sind. Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn man sich fragt, ob man die einzige intelligente Spezies in der Galaxie ist? Aber jetzt gehört uns dieser Planet und wir müssen hier nichts mehr machen. Das heißt, wir können zu Tempest zurückgehen. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Der Planet ist clean. Aber ich mache ja noch einen Aufklärungsposten. Das will ich noch immerhin noch tun. Wow. Ich muss hier noch einen kleinen Posten errichten, dann Aufposten, Außenposten, Aufklärungsposten zur schnellen Reise. Da. Aktiviere automatische Errichtung von Gut. Aufklärungsposten. Dann wäre das endlich erledigt. Gut. Fliegen wir zurück. Ich ziehe sie hoch. Wohin jetzt, Pathfinder? Yes. Wir haben es geschafft. Vetra hat nach ihnen gesucht. Das habe ich mir schon gedacht. Da wollte ich auch gerade hingehen. Gil sucht uns offenbar auch. Die Torianer setzen also die Genophage frei und vernichten damit im Prinzip unser Volk. Dafür wird ihnen auf die Schulter geklopft und sie bekommen einen Sitz im Rat. Und was bekomme ich? Einen Orden. Einen Orden? Von wem? Von meinem Kumpel. Er hat ihn aus einem Stück Altmetall gebastelt und mir an die Brust gehängt. Ich habe ihn noch irgendwo. Gut, reden wir mal mit Vetra. Verdammt nochmal, Sid. Was ist los? Ich verschaffe mir Einfluss bei mächtigen Leuten und meine Schwester macht das alles zunichte, indem sie in meinem Namen Gefallen einfordert. Wussten Sie, dass sie sich das Genom von einem... Wie heißen die noch? Von Katzen beschafft hat? Aus dem Archiv? Erstens gibt es im Moment keinen Ort, um Tiere zu züchten.
Und zweitens sind sie offenbar nicht mal Nahrungsmittel. Warum also macht sie sowas? Viele Leute lieben Katzen. Sie machen sie glücklich. Ich denke, wir können es uns im Moment nicht leisten, Vergnügungen über Notwendigkeiten zu stellen. Sie denkt einfach nicht nach. Sie will allen helfen und schert sich einen Dreck um mögliche Konsequenzen. Und sie findet das, was wir machen, einfach nur aufregend, ohne wirklich zu begreifen, was es bedeutet. Aber es ist doch auch aufregend. Wir sorgen dafür, dass die Leute ein besseres Leben haben. Bei Ihnen klingt das, als wäre alles ganz wundervoll. Wir haben einige echt üble Dinge erlebt. Ja, aber wir machen trotzdem weiter, weil das, was wir tun, wichtig ist. Das ist es wirklich, oder? Selbst an den schlimmsten Tagen wissen wir, dass wir etwas bewirken. Und vielleicht ist das ja auch alles, was Sid will. Etwas bewirken. Aber was, wenn sie sich wieder in Schwierigkeiten bringt? Was, wenn ihr etwas zustößt? Das könnte lustig werden. Dann hat sie sie. Dann sind sie da, um sie wieder rauszuholen. Ich hasse es, wenn sie recht haben. Sie wird sowieso ihren eigenen Weg gehen, ganz egal, was ich tue. Aber ohne meine Hilfe wird sie sich nur noch größeren Ärger einhandeln. Danke für Ihre Hilfe. Ich schwöre Ihnen, meine Schwester wird uns nie wieder in einen Hinterhalt führen. Ach, es war doch alles in Ordnung. Wir haben es geschafft. Deine Schwester ist gerettet. Alles easy peasy. So. Was müssen wir jetzt eigentlich noch machen? Lexi ist hier drinne. So, hier ist... Wo sind denn alle? Sieht das für Sie gut aus? Als ob irgendeins Ihrer Gerichte den Eimertest bestehen würde. Ich verstehe nicht. Stellen Sie sich Ihr Lieblingsgericht vor. Und jetzt stellen Sie es sich in einem Eimer vor, der neben einer Scheune steht. Würden Sie es noch essen? Versuchen alle Menschen, einem alles zu ruinieren? Oder nur Sie? Nur er. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Ich guck mal, welche Nebenquests wir noch haben. Und ab zur Galaxiekarte. Hier gibt es nichts mehr für uns zu erledigen. So. Wo könnte eigentlich die Turianische Arche sein? Ich habe keinen blassen Schimmer. Haval, Nexus, Aya. Ich glaube, wir fliegen mal nach Aya zurück. Ob wir da vielleicht irgendwas machen müssen. Denn wir müssen immer noch die Turianische Arche finden. Wo könnte die sein? Pibi, der Museumsbesuch, Aufgabe, die Angarianische Initiative, Filmabend, Snacks besorgen, lieben kostet ein freier Tag auf Aya. Na gut. Machen wir mal die Quests. So, da sind wir jetzt zurück auf Aya, auf dem schönen Planeten. So, wo müsste ich denn als erstes hin? Oh, da ist direkt schon eine Quest, die wir nehmen müssen. Hier ist irgendwo eine Quest. Merixis. Hallo. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Pathfinder. Mein Name ist Merixis. Ich bin Pilot der Initiative und liefere Vorräte an Ihre Außenposten. Was führt Sie nach Aya? Es gibt einige lebenswichtige Güter, die nur auf Aya erhältlich sind. Ich warte auf die Genehmigung, die Stadt zu betreten, aber es dauert zu lang.
Natürlich verstehe ich die Vorsicht der Angara, aber die Außenposten brauchen diese Dinge. Und ich muss sie ihnen besorgen. Sofort. Mich lassen Sie in die Stadt. Ich könnte Ihnen helfen. Vielen Dank. Als erstes braucht EOS eine Möglichkeit, Lebensmittel zu produzieren, um für eine wachsende Bevölkerung gewappnet zu sein. Sie hätten gern Kiloa-Samen, um die Pflanze selbst anbauen zu können. Es gibt hier eine Agrarwissenschaftlerin, die sie uns vielleicht verkaufen würde. Ich werde Ihnen diese Samen besorgen. Einige Siedler auf Kedera leiden an einer bakteriellen Infektion. Um sie zu bekämpfen, brauchen sie angaranische Antibiotika. In der Stadt müsste es eine Ärztin geben, die uns weiterhelfen könnte. In Ordnung. Ich werde die Medikamente sofort besorgen. Gut. Natürlich werde ich helfen, so gut ich kann. Ich helfe, so gut ich kann. Ist hier sonst was? Die Quest habe ich doch schon abgenommen. Und? Okay. Okay. Machen wir das mal. Oh, hier sind schon die ersten Menschen. Super, das ist ja super. Die ersten Menschen sind bereits auf Oh, das ist super. Das ist richtig, richtig toll. Okay, was haben wir hier? Warte mal, wenn ich schon mal hier bin, da muss ich den Samen besorgen, okay. Die Frage erscheint Ihnen vielleicht merkwürdig, aber Sie haben nicht zufällig Kiloa-Samen, oder? Ich? Doch, habe ich. Brauchen Sie welche? Ja, brauche ich. Und das würde ich gerne kaufen. So. Danke sehr. Krass. Salarianer, Turianer sind schon hier auf dem Planeten. Und sie scheinen gut miteinander auszukommen. Das ist super. Gut, dann besuchen wir mal die Botschaft der Andromeda-Initiative. Metras. Hey Lexi, ich habe Proben des angaranischen Desinfektionsmittels aufgetrieben, von dem Sie gesprochen haben. Angaranisches Desinfektionsmittel? Ach, super. So heißt es doch, oder? Aha, ist das schön. Ach, eine neue Spezies öffnet sich und das ist super. Ich mag das echt voll. Wir haben den Erstkontakt geschmiedet. Das ist richtig, richtig super. So, was haben wir hier? Das ist die Botschaft. Ich hoffe, das heißt nicht Odina. Botschafterin, ich hoffe, die Ankunft unserer Leute auf Aya ist reibungslos verlaufen. Ja, die Angara waren äußerst freundlich. Es ist alles bestens. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Ten, Ende. Ich habe gerade zum ersten Mal einen Direktor belogen. Was, warum? Pathfinder, es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich bin Botschafterin Riala, oberste Diplomatin der Initiative auf Aya. Ich wurde speziell für diese Aufgabe aus dem Kryoschlaf geholt. Das war ein ziemlicher Weckruf. Das kann ich nachfühlen. Ich weiß, wie es ist, direkt aus der Kryokapsel ins kalte Wasser geworfen zu werden. Bei Ihnen war es weitaus schlimmer. Mein Beileid zu Ihrem Verlust. Wie man hört, verdanken wir Ihnen unsere neuen Beziehungen zu Aya. Das ist unsere größte Chance auf eine Allianz. Jetzt müssen wir nur noch verhindern, dass unsere Leute alles kaputt machen. Egal, wie sehr sie es auch versuchen. Oh, es klingt, als gäbe es Probleme. Wenn irgendetwas nicht stimmt, muss ich davon wissen. Sie haben recht. Und vielleicht können Sie mir ja sogar helfen, es in Ordnung zu bringen. Es gibt hier einen salarianischen Botaniker namens Service Lynn, der herauszufinden versucht, wie wir unsere Ernteerträge erhöhen können. Er hat mir eine dringende Nachricht geschickt, in der er behauptet, ein Mitglied des angaranischen Widerstands hätte ihn bedroht. Was ist passiert? Ich bin mir nicht sicher. Sorvis ist zwar ein exzellenter Wissenschaftler, hat aber leichte Kommunikationsdefizite.
Ich fürchte, die Sache könnte eskalieren, wenn sie nicht geklärt wird. Allerdings kann ich keine Mitarbeiter entbehren. Ich erledige das. Ich könnte die Sache klären. Beide Seiten akzeptieren mich. Das wäre ausgesprochen hilfreich. Mit ein wenig Glück können wir vielleicht eine weitere Eskalation verhindern. Gibt's noch andere Probleme? Ist abgesehen von der Sache mit Sorvis Len alles in Ordnung? Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ehrlich gesagt, ja. Direktor Tan hat mich mit einem Projekt betraut. Er will, dass mehr Einwohner Ayas auf der Nexus leben. Er denkt, das würde unsere Partnerschaft stärken. Und einige Angara haben auch schon Interesse bekundet. Aber keiner von ihnen ist bereit, auf der Nexus zu leben, ohne zuvor mit ihnen gesprochen zu haben. Warum mit mir? Das fragen sie noch, nach allem, was sie geleistet haben. Ich wollte sie eigentlich nicht damit behelligen, aber sie haben gefragt. Ich sage ihnen, wo sie die Kandidaten finden. Und ich wäre ihnen dankbar, wenn sie sie von diesem Austausch überzeugen könnten. Mach ich gerne. Zukunftspläne. Welches Ziel verfolgen wir hinsichtlich Aya? Ein starkes Bündnis ist alles, was wir uns wünschen können. Und darauf arbeiten wir hin. Helios ist die Heimat der Angara. Sie geben die Bedingungen dieser Partnerschaft vor, nicht wir. Wir brauchen sie als Verbündete und sie könnten auch von uns profitieren. Aber wir müssen behutsam vorgehen. Um ihnen zu zeigen, dass wir keine Invasoren sind. Genau. In der Geschichte war es oft so, dass bei der Begegnung zwischen zwei Zivilisationen eine von beiden ausgebeutet oder vernichtet wurde. Wir müssen diesen Kreislauf durchbrechen. Stimmt, da hat sie recht. Wir erinnern uns an den Erstkontaktkrieg mit den Menschen und den Turianern. Wie viele unserer Leute dürfen in die Stadt? Nur wenige und auch nur aus bestimmten Berufsgruppen. Wissenschaftler, Techniker und Gelehrte. Die Angara haben sich bereit erklärt, einige unserer Leute in ihren Forschungsanlagen auf Aya arbeiten zu lassen. Das ist ja fantastisch. Ja, es ist mehr, als ich erwartet hatte. Tan will zwar, dass ich die Angara dazu überrede, auch soziale Besuche zu gestatten, aber da bin ich eisern. Wir müssen uns an ihr Tempo halten. Angesichts der Umstände sind sie uns ohnehin schon enorm entgegengekommen. Ich werde sie auf keinen Fall zu etwas drängen, das sie nicht wollen. Das ist sehr, sehr gut. Das wäre vorerst alles. Ich bin hier, falls Sie etwas brauchen. Alles klar. Ah, es ist so schön. Ah, es ist echt schön hier. Reynolds. Hallo Reynolds. Pathfinder. Den Erschöpften gönnt man keine Ruhe. Ah, ist das schön. Die Ruhe werde ich jetzt heute auch ein bisschen gebrauchen, denn jetzt kann ich hoffentlich speichern. Ja, ich kann speichern. Jetzt kann ich wirklich speichern. Und dann werden wir mal sehen, was wir so auf Aya alles machen können. Bleibt mir gewogen und bis zur nächsten Folge. Ciao!